So, wieder hallo und willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Video hier in BeamNG Drive. Und wir sind zurück, ihr seht es natürlich wieder, in unserer wunderbaren Skisprung-Arena. Es ist wieder Zeit, wir müssen wieder wissenschaftlich korrekte Tests durchführen, die natürlich auch 100% richtig gemessen sind und allem drum. Und ich bedanke mich von dem ganzen Wissenschaftsteam aus. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit im letzten Video. Es hat mich sehr gefreut, dass so Leute gesagt haben, jo, heute verbringe ich meinen Tag dabei, um zu sehen, wie ein Auto eine Skisprungschanze runterfährt und dann fliegt. Und dann misst jemand das nicht immer komplett korrekt, aber darüber rege ich mich dann auf. Weil natürlich, wir wissen, der wissenschaftliche Grundaspekt dieses Videos ist das, was uns hier alle hinreizt. Nicht sinnlose Zerstörung von Autos. Ist natürlich klar, dass das so einfältig sind wir hier nicht. Das ist nur für das niedere Volk. Wir sind hier wirklich für den wissenschaftlichen Grundsatz da. Und deswegen habe ich mir schon dieses wunderbare KZ hier hingestellt, Ibishu Corvette. Wir sind ja immer noch dabei, wir nehmen die beste Version, bla bla bla. Und ja, das ist die Rennwagen-Version. Das Doofe ist, der Ibishu Corvette hat schon, wie ihr seht, einen kleinen Wing. Einen kleinen Wing on the back. Und ich habe das Gefühl, der wird ihm jetzt nicht unbedingt helfen, dass er hier weit kommt. Aber wir schauen mal. Ich werde euch mal ganz kurz in der Liste sagen. Das weitgesprungen ist immer noch das Formel-1-Auto. Mit über 500, ich konnte nicht messen. Dann haben wir noch den Blue Bug und den Bullitt mit 410. Es waren zum Teil so überraschende Fahrzeuge. Auch der Classic hat einen sehr überrascht, muss man sagen. Und ja, ich würde sagen, ich schicke den ersten Kandidaten einfach mal auf die Reise. Und wir schauen mal. Weil Leute sich aufregen, dass ich Slow-Mo mache. Einerseits muss ich ja irgendwie messen können, andererseits finde ich Slow-Mo-Crashes einfach viel cooler. Ich weiß, schnelle Crashes sind auch super geil, aber in Slow-Mo zu sehen, das. Außerdem haben wir länger was davon, sind wir mal ehrlich. So. Speed-technisch dürfte schon einiges gehen. Oh ja, der böllert hier richtig rum und dürfte noch den Begrenzer rennen, hätte ich mal, oder? Rennen wir den Begrenzer? Ich bin mir nicht sicher, ich muss versuchen, den gerade zu halten. Und wir gehen ab. Oh, wir fliegen nicht allzu kurz, muss man sagen. Aber auch nicht allzu weit. Das sind 340 sind das. Entspannte 300. Da müssten 340 sein, ne? Jetzt schon wieder komplett falsch gemessen. So, Lukas, zähl doch endlich mal richtig. Nein, müssten 340 sein. Das haut schon hin. 340 Sachen haben wir gemacht. Den Wagen hat es ein bisschen gesprengt beim Einschlag. Aber er dürfte sich noch fangen. Wie gesagt, ab jetzt lasse ich den physikalischen Kräften alles raus. Aber ich glaube, der hat eine sehr entspannte Landung. Ja, das, okay, geht hier. Okay, ja, kurz getöppt. Aber an sich, einmal aufgeschlagen. Gab richtig schöne Nackenschmerzen für den Fahrer. Aber unsere Stuntmen sind geschult, alles super. Und dann ging das. 340 hat unser erster Wagen, der Ibishu Corvette. Das ist gar nicht, kein schlechter Einstieg. Erst recht für die Leistung und so. Und wie gesagt, Flügel. Aber der lag auch sehr stabil in der Luft. Das muss man ihm aber auch lassen. Er lag sehr stabil. So, als zweiten Kandidaten heute in diesem Video haben wir dann den SK Egos, ein wunderbares Mod-Auto. Ich muss sagen, ich finde ihn immer noch sehr, sehr nice. Und bei dem muss man ganz klar sagen, haben wir natürlich jetzt ein sehr ähnliches Fahrzeugkonzept. Der Leistungstechnisch dürfte mir ein bisschen schwächer sein. Wir haben aber keinen Heckflügel. Und ich bin mal gespannt, wie es das ausmacht. Grundsätzlich die ganze Aerodynamik ist ein bisschen niedriger als beim Corvette. Und er dürfte damit auf jeden Fall, ich denke mal, relativ gut fliegen. Wir werden es sehen. Ich weiß nicht, leistungstechnisch kann ich nicht einschätzen, aber schneller ist er langsamer. Oh, ich glaube nicht langsamer. Nein, ich glaube nicht langsamer. Oh, das könnte mehr geben. Müssen wir mal gucken, wie stabil der Wagen jetzt gleich im Flug ist. So, eben ab mit 286 Sachen. Oh, und da machen wir einen Frontflip. Da machen wir einen 1A Frontflip. Und da, oh, und noch eine Spirale. Mein Gott, das ist eine Ballerina, die Karre. Das sind... Ja, wir runden ein bisschen ab, wir sind jetzt einfach mal unfair. Das ist eine schöne 310. Die 320 hat sich nicht verdient. Wir nehmen die Striche dazwischen. Also, das ist schon eher eine 310. Aber man muss sagen, Pluspunkte in der B-Note. Das war ein wunderbarer Backflip mit Spiral. Es ist schon ziemlich nice gewesen. Das muss man ihm einfach lassen. Auch wenn das natürlich dementsprechend jetzt einen starken Hit auf die Vorderachse gab. Aber er sich jetzt relativ schnell, glaube ich, fangen dürfte, weil einer der Reifen sein Eigenleben entwickelt hat und mit einer schwarzen Linie uns das auch vermitteln will. Der liegt nämlich jetzt irgendwo da hinten in der Walachei und rollt da hinten noch weiter, glaube ich. Er rollt immer noch weiter, weil die Linie bewegt sich. Ich kann den Reifen euch leider nicht mehr zeigen, wie er sonst wo. Aber er läuft noch. Man muss sagen, der Motor ist noch in Ordnung. Also er ist auf jeden Fall noch an, aber hat bösen Hit gekriegt. Aber 310 nur. Ah, das ist nicht viel. Das ist schon leider relativ... Er ist nicht ganz weit unten, aber 310, wir hatten bessere Kandidaten. Highlight letzte Folge war ja der Formel-1-Wagen, weil der ist ja, wie gesagt, also klar, es war kein, ich sag mal, kontrollierter Flug. Das war für die Passagiere ja so ein bisschen so, ey, was passiert denn gerade? Aber wir sind am weitesten geflogen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wir haben nämlich jetzt hier den Formel-2-Boliden, der ins Genaue heißt, ich muss gerade mal den Namen genau raussuchen, Genesis F2, genau. Schöner Mod nebenbei auch gewesen, war auch schön fahrbar und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, wenn das ähnliches Flugeigenschaften hat wie der Formelwagen, dürfte der auch relativ weit kommen, wie der Formel-1-Wagen. Leistungstechnisch haben wir auch auf jeden Fall genug bis da unten, das sollte auf jeden Fall reichen. Ich würde sagen, wir quatschen hier lange Taten sprechen lassen. Oh, erstmal einfangen.
Okay, das machen wir nochmal neu. Der ist auf jeden Fall nicht auf der grippigen Seite des Lebens. Holy fuck, okay, wir müssen aufpassen. Die Kuppe hebt den fies auseinander. So, hier müssen wir langsam rüber. Ich kann leider nicht Vollgas geben. So, jetzt können wir Vollgas launchen. Fährst. Okay, gut. Ein leichter wissenschaftlicher Fehler meinerseits. Es tut mir sehr leid. Und Professionalität sind sie hier eigentlich nicht gewohnt. Oh, wir haben wieder... Oh, nee, der ist aber viel stabiler. 290 nur. Holy shit. Der war viel stabiler als der vom 1-Wagen und wurde sehr, sehr schnell durch sein Flügelwerk, was er die Arbeit gemacht hat, wie es machen soll, nämlich den Anpressdruck, ja, auf den Boden gedrückt. Das Flügelwerk ist ja eben dafür da, um Anpressdruck zu generieren, das beim Formel-1-Wagen irgendwie nicht funktioniert hat. Aber wir haben nur eine 290. Das ist natürlich unerwartet und enttäuschend ein bisschen, muss ich sagen. Aber spricht für den Mod, muss ich sagen. Weil der Modder hier eine vernünftige Aerodynamik gewährt hat. Das Ding fliegt nicht so, wie es fliegen sollte. Wer Luft reinpackt bei diesem Aerodynamikpaket, dann sollte der runterkommen und nicht fliegen oder irgendwas anderes machen. Deswegen, aber 290 ist, glaube ich, nicht das Schlechteste, aber nicht gut. Nicht gut, vor allem für den Speed, den wir unten hatten, muss man sagen. Kommen wir jetzt zu, ich glaube, mit einem meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge im BMG-Raster, was letztes Jahr reingekommen ist, nämlich den Cherrier FCV. Mit eins der geilsten aus, finde ich, von BMG selber ins Spiel reingebracht worden, sind alleine aufgrund der Klangkulisse, weil ein wunderbarer 15er Turbo hier drunter jault. Und das auch eine mit der geilsten Motorenklänge in echt, was so Hatchbacks angeht. Und ja, wir haben natürlich die Heckklemm-Variante genommen, heißt 15er Turbo. Sequentielle Schaltung, relativ großes Flügelwerk, das kann uns natürlich wieder zum Nachteil werden, aber wir lassen einfach mal den Sound sprechen, weil der ist nicht viel, viel nicer. So, die Beschleunigung ist auf jeden Fall am Start, Anpressdruck haben wir ja auch, werden also bis unten ganz gut Speed erreichen und kommen jetzt schon in den Begrenzer, leider. So, wir fliegen und oh, wir machen auch fast einen Frontflip und auch noch eine 290, ne, noch nicht mal. Warte mal, es war kein 290, wo sind wir denn eingeschlagen? Das war eine 240 gerade mal. Das war gerade mal eine 24. Das war der schlechteste Sprung von allen. Krass. Okay, das kam unerwartet. Muss man einfach ganz klar sagen. Das kam wirklich unerwartet. Da haben wir einfach nur eine 240 abgezogen. Eieiei. Also das war sehr traurig. Nochmal den Formelwagen. Eieiei. Da wurde nochmal Liebe verteilt. Man hört den Formelwagen immer noch laufen. 240. Ich habe mehr Wahl. Ich hab auch mehr erhofft. Wie gesagt, ist ja eins meiner Lieblingsfahrzeuge im Spiel. Schade. Nachdem wir jetzt einen Neuling hatten mit dem Cherrier, haben wir mit dem Grand Marshal natürlich mit eins auch der Urgesteine von BMG. Wurde jetzt auch mittlerweile nochmal überarbeitet, das ganze Fahrzeug jetzt hier in der Track-Variante. Mit einer, ich sag mal, entspannten Motorhaube, die ich glaube aber auch ihre Arbeit macht. Ja, die braucht hier, weil hängt ein schöner Kompressor drunter. Und Leistung ist wieder vorhanden. Grip nicht, deswegen muss ich gerade ein bisschen aufpassen beim Runterfahren hier, dass er mir nicht vorher schon wegschmiert. So, Kamera, bitte fang nicht. Dankeschön. So. Ah, Speed ist nicht gut. Gewicht wird auch ein Problem sein. Ich denke, er wird nicht weit kommen, weil der Wagen halt auch einfach kacke schwer ist. Oh, what the fuck? Guckt euch mal an, wie ein Engel. Bei 420 knallt er erst rein. Jedes Mal, wenn ich sage, der kommt nicht weit, kommen die Karren echt unverhältnismäßig weit. Der war zwar langsam, aber in der Luft es ist ja Wahnsinn. Wie ein Papierflieger. Der ist ja so entspannende Luft gewesen, so. Oh ja, ich bleibe hier noch ein bisschen. Entspannt. 24 ist damit ist das zweitbeste Auto. Like, what the fuck? Aber der ist nicht so gut. Der ist langsam und schwer. Da kann nichts dabei raulaufen. Zack, 24, ey. Oh, ich bin ein Urgestein. Was soll die Anmaßung hier? Weiterer Mod-Content, den wir uns jetzt anschauen, nämlich den ETK I-Series. Angelehnt natürlich an wunderbaren Mercedes. Ja, 91 Evo aus der DGM. Und ich muss sagen, also mir fällt es da wirklich auf, die alten Autos beeindrucken ein bisschen von ihrer Flugtechnik. Die sind anscheinend aerodynamisch für BMG irgendwie entspannter und da fliegen die halt einfach. Also wie gesagt, 420 ist halt wirklich heftig gewesen. Muss man halt wirklich sagen. Ich bin gespannt. Vielleicht sind es die alten Autos, die einen hier beeindrucken. Es kann ja durchaus sein. Also sind wir ehrlich, vielleicht ist das der Punkt. So, speedtechnisch sind wir auch nicht verkehrt unterwegs. Wir sind jetzt nochmal in den 6. gegangen. Also Leistung haben wir. Oh, Alter. Jo, die alten Autos, ich sag's euch, Alter. Das ist die Zukunft hier. Guckt euch das mal an. Und der nächste 410er da hinterher. Junge. Ey, da gibt's nochmal einen fiesen Abgang am Ende. Aber einfach noch eine. Haut der auch eine 410 raus. Ich sag's euch, die alten Autos, ey. Scheiß auf den ganzen modernen Klarer. Die Aerodynamik ist bei denen viel zu gut. Die werden auf den Boden gedrückt. Die alten Autos, die fliegen halt so weit, wie halt der Wind es sie trägt. Einfach mal. Alter. Wir bestellen heute echt gute Zahlen auf, bin ich ehrlich. Weiter geht's mit ETK, mit der K-Series. Bisschen Z4 SL-Verschnitt das Ganze. Auch natürlich eine Track-Variante. Dementsprechend auch wieder Big Wang drauf. Und ja, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Modernes Auto. Ich mache mir mittlerweile gar keine Hoffnung mehr. Die alten Böcke, die fliegen bis in Jordan. Und das Ding hier
Bin ich direkt wieder am Anfang, zack, runtergeklatscht, easy. Wir schauen mal, wir gucken mal, was sich ergibt. So. Oh, 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 Alter. What the fuck? Jo, der macht einen 500 plus Sprung. Was zum Fick? Warum ist der denn so weit? Ich bin ehrlich, ne? Ich war bei Physik vorher schon nicht gut, aber BeamNG Drive hilft mir nicht weiter, dass ich Physik verstehe. BeamNG Drive ist momentan nicht in der Einstellung zu sagen, jo, wir helfen dem Jungen, wie Physik funktioniert. Da haut der einen 500 plus Sprung raus. Klar, der Formelwagen ist immer noch einen Tacken weiter gewesen, weil... Ich mache bei der 5, bei dem Formelwagen mache ich ein Plus-Plus dahinter, damit ich weiß, dass der immer noch mal weiter war, aber... Was ist denn heute los hier? Sag mal, krass. Okay, da habe ich nicht gerechnet. Ich habe erst gedacht, wie gesagt, die großen Flüge wären der Nachteil, aber der war ja auch so entspannt in der Luft. Man muss aber sagen, wir hatten unten echt gutes Speed drauf, ne? Also, das nicht zu vergessen. So, Big Wang ist jetzt auf jeden Fall auch die Ansage der Time Attack Evo 9, einer der Mods, die auch dieses Jahr ja, im BBG-Forum erschienen sind, mit lizenziertem Fahrzeug. Auch mal eine Ausnahme, muss man sagen. Ja, wir hatten ja ein bisschen Probleme mit dem Mod, als ich ihn reingebracht habe, weil der ja ein paar Wheelpacks zur Basis braucht, damit der Wagen komplett funktioniert. Der Time Attack hat Gott sei Dank schon Felgen drauf, deswegen alles easy, ihr seht's. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal. Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er fliegt auf wie ein Flugzeug, weil das Aerodynamik weg einfach in Luft macht, weil es Bock hat. Oder er klatscht relativ schnell runter, weil Time Attack Autos natürlich eigentlich dafür gedacht, Anpressdruck ohne Ende zu generieren. Deswegen ist ja diese riesen Aerodynamik auf der Karre, damit der Wagen Grip wie die Hölle hat. Ja, wir gucken mal. Also, wie gesagt, ich habe beim jetzt gerade jetzt aufgegeben, die Physik von BBG Drive euch zu erklären. Die verstehe ich selber nicht. Schwierig ist auf jeden Fall da. Wir dürfen auch recht schnell Begrenzer rennen, schätze ich mal, ne? Ja, bei 280 ist der Begrenzer am Start. Wir fliegen. Oh, oh, ja, es ist der Flugzeugmodus. Der Wagen ist sich am Austarieren, ich sag euch das. 410, bam, jo, easy. Oh Gott, eieiei, erstmal schönen Backflip da drüber. 410, 410 ist absolut solide. Da sind wir mittlerweile drin, 410 ist absolut in Ordnung. War auch wieder sich sehr schön am Austarieren, kann man nicht meckern. Kommen wir jetzt zum Bruckle Le Grand und ihr seht auch schon natürlich auch die Showboard-Variante, diese 2000er-Variante. Die werden wir uns natürlich auch anschauen, weil die ist natürlich einfach viel zu lustig gewesen. Dementsprechend werden wir mal gucken, vielleicht fliegt die ja weiter als das echte Pendant. Und ja, bei dem Wagen kann ich euch gar nichts sagen. Also da gibt es auch keine krasse Version von, der hat jetzt V6 Sportmotor drunter. Der wird sich ein bisschen was reißen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendeine Meisterschaft sehen, weil Aerodynamik ist das Ding jetzt auch einfach nur ein Betonklotz, da ist halt einfach gar nichts dran designt worden, also das ist einfach nur ein Ami fertig. Der auch wieder komisch, weil ganz schön weit fliegt. Was ist denn das heute? Nee, doch nicht, tu da nichts. 92, jo, bei 92 gab es den Hit. Bei 92 hat es geklatscht. Ja, das war abzusehen. Oh, Alter, den hat er aber gerade richtig die B-Säule verhämmert. Eieieiei. Ja, aber das war abzusehen. 92. Ja, da ist... Da habe ich... Ich habe da nichts anderes erwartet, bin ich ehrlich. So. So, die letzten Mal ein Auto stehen haben, weil die Framerate sonst wieder uns wunderbar über den Jordan wuppern wird. Ja, mit dem Showboat, das Auto, was ja einfach alles der wunderbaren 2000er Tuning-Möglichkeit drin hat. Ich bin mir gerade auch schon wieder aufgefallen, das ist ja absolut kacken langsam. Das wird einfach nur eine absolute Zerstörungsorgie jetzt. Wir schauen mal. Und dann aber eben noch, ja, den 2000er GTR versteht. Aber wir nehmen hier die Modbar, die Mod-Version, weil, ist einfach cooler. Ist einfach cooler. Und wir haben dann nebenbei von unserem Discord. Also, ja, hat mich auch gefreut. So, dann schicken wir das Ding mal in den Abgrund. Bei dem mag ich es mir am besten Welt echt nicht leid, den da runter zu schicken. Ja, Leistung ist nicht da, das wird ganz, ganz schlimm werden jetzt. Das wird ganz, nicht ganz, ganz geil. Na, gucken wir mal. Vielleicht fliegt er ja plötzlich über 500, weil die Aerodynamik irgendwas macht. Nein, die macht gar nichts. Nein, die macht gar nichts, außer dass die Karre jetzt direkt einen Dive-Bomb macht. Bei 210. Ich glaube, so niedrig haben wir einen mit 210 schon? Ich glaube nicht. Ne, 210 ist wirklich ein schlechtes Ergebnis, aber es ist gut, es passt zum Fahrzeug. Der Unfall war auch der traurigste von allen, das war jetzt irgendwie sehr unspannend. Okay, ich habe gerade einen Kompakt gebaut. 210, alles gut. Ist das niedrigste, ne? Ja, alles super. Das ist perfekt. Der darf auch, das Showboat darf auch nicht mehr als 210 haben. Da bin ich einfach ganz klar ehrlich mit euch. Das wäre auch echt traurig gewesen, wäre der irgendwie weit gekommen. Der Wagen hat es verdient. Nicht der Modder hat es verdient, sondern eben der Style vom Auto hat es verdient. Das wollte ich damit sagen. Und da kommen wir jetzt zum Ende mit dem Miramar, nämlich dem 2000 GDR-Verschnitt. Hat sich ja einen Modder dran gemacht, den auch wirklich als Coupé zu bauen. Finde ich sehr, sehr nice. Deswegen Links natürlich allen Mods, die wir hier genutzt haben, in der Videobeschreibung, dass ihr sie auschecken könnt. Und ich würde sagen, ja, schicken wir dir als letztes nochmal einmal die Skisprungschanze runter. Die Framerate freut sich da unten mittlerweile riesig ab. Und schauen wir mal. Er könnte wieder weit fliegen. Man muss halt sagen, der Wagen hat sehr wenig Gewicht, haben sehr guten Topspeed. Also er dürfte doch eigentlich relativ gute Eigenschaften haben. Oh, hat er auch. Hat er auch, hat er auch. Yo, 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 yo. Ja, das waren 270, ne? Ne, 370. 370 war es. Okay, bei 370 ist er eingeplankt.
Das war okay. Eieiei, Alter. Wir haben mittlerweile heute auch richtig schöne Unfälle hier hinten. Also hier unten scheppert richtig schön gut. So, da hat der Mirapama nochmal eine wunderbare 370 rausgeprügelt. Wir haben aber heute wirklich, muss man sagen, einige Überraschungen gehabt. Wenn ich jetzt gerade mal so kurz die Liste durchgucke. Allein der ATKK mit 500 plus war heftig, muss man wirklich ganz klar sagen. Und dann eben noch der ATK LI und der Evo mit, die beiden mit, sagen wir 410. Auch nicht verkehrt. Der Formel war natürlich krass enttäuschend, muss ich ganz klar sagen. Aber Showbob mit 210 momentan absolutes Schlusslicht. Absolutes Schlusslicht. Momentan der Formel 1 Wagen am Führen und eben der ATKK, muss ich sagen. Krass, hätte ich nicht, bei dem, wie gesagt, habe ich es nicht erwartet. Aber ja, unser Massaker sieht hier unten auf jeden Fall ganz schön aus. Die Autos haben auf jeden Fall alle, ja, gut aufs Fressbrett gekriegt, wie man sieht. Ich glaube, die meisten laufen auch gar nicht mehr. Wir können ja gerade mal kurz durchgehen, ob irgendwer läuft. Nein, der geht nicht mehr, der ist abgesoffen. Fährt noch, leider Gottes. Abgesoffen, abgesoffen. Motor läuft noch. Läuft auch noch. Ne, der hat kein Öl mehr. Funktioniert auch noch. Auch noch. Der ist tot. Ja, also viele einfach heute sehr viel draufgegangen. Ja, das war's gewesen für die zweite Ausgabe hier vom Skisprung. Wir haben noch ein paar Autos offen, auch eigene Autos aus BMG haben wir noch, was Automation hier gebaut haben. Die werden wir natürlich auch nach und nach rüberschicken, die wir in Streams gebaut haben. Könnt ihr ja auch gerne vorbeischauen. Link zu Twitch in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ganz gerne einen Daumen nach oben da. Und man sieht sich in der nächsten Folge wieder hier bei BMG Drive. Bis dann. Tschüss.